So. Was mir relativ wichtig ist, bei den ganzen Schnelligkeitsgeschichten ist, wir laufen nie geradeaus nach vorne. Das Einzige ist, eine Abwehr geht weg, ich als Libero oder Position 6 muss mich umdrehen, hinters Feld rennen, um den Ball zu retten. Das ist die einzige Situation, wo ich mehr als zwei Schritte vorwärts wirklich einen Antritt brauche. Deshalb ist meine Idee eigentlich immer viel mehr mit Richtungswechseln und mit den ersten drei Schritten. Wir müssen in Abwehr, stehen fertig, tippen, müssen drei Schritte machen, am Boden sein. Annahmeball kommt lang, ich muss schnell ein, zwei Schritte lang machen. Deshalb glaube ich, dass wir nicht so viel, ich sag mal, Sprint- und Leichtathletiktraining brauchen. Das Gleiche, wenn wir, was immer so Laufschule am Anfang passiert, so Hopserlauf, Skipping, so die Klassiker, da mache ich da auch viel lieber, also ich nenne es so, ja, Defense-Steps oder Abwehrläufe, wo ich viel so im Halbseitlichen versuche, mich zu bewegen, weil das sind so die Bewegungen, die wir auf dem Spielfeld haben. Aus meiner Startposition in Abwehr, schnell in meine Position, in der ich abwehren will. Oder als Annahmespieler, ich muss mit dem Ball gehen, habe ich eigentlich auch in der Regel diese Bewegung, versucht, die reinzubringen. Oder na, wir machen noch kurz zwei, drei Bahnen auf dem Feld, dann seht ihr das auch. Ich mache einmal ganz vor, in dem Moment, wo die erste Reihe fertig ist, lauft ihr los, weil wenn hier 13 Leute gleichzeitig, dann gibt es nur Unfälle. Wir fangen an, locker Sidestep zum Netz, ab 3 Meter gehen wir runter zur Mittellinie, runter bis zur 3 Meter Linie, drehen, Antritt, zwei Schritte, los. Locker, runter, schnell, 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 schnell zurück, drehen und los. Und die nächste Gruppe. Jetzt geht's runter und schnell, drehen und los, genau. Locker, runter, schnell, 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 drehen und los. Gut, andere Richtung gucken, gleiches Spiel. Nächste Gruppe, los. Wir laufen. Der erste Teil darf wirklich locker sein, ist ja kein Wettrennen. Locker, 3 Meter, tief, hier, zurück, nochmal 3 Meter, nochmal Mitte und dann von der Mitte ab, ja, seitlich zur Mitte und ab hier drehen und nur über die 3 Meter Linie und dann austrudeln. Los geht's. Immer nur den Fuß zur Linie. Am Ende schnell, schnell. Mitte, 3 Meter, Mitte, drehen und drei schnelle Schritte. Und die nächste Gruppe, los. Runter. Zack, zurück, Mitte, drehen und los. So, einmal noch die andere Richtung. Gut. Also im Endeffekt die klassische Laufschule, aber ich brauche als Volleyballer eigentlich sehr selten einen Hopserlauf. Ein Kniehebelauf, Anfersen, die Dinge brauche ich nicht. Dann mache ich lieber die Bewegungen, die ich brauche. Das ist jetzt noch relativ allgemein. Ja, bin zwar im Bereich Seitwärtslaufen, so seitwärts, rückwärts. Auch alle Variationen mit Shuffle seitlich, was auch immer ihr braucht. Wenn ihr spezifischer gehen wollt, von der Belastung her kann ich auch immer Sachen machen wie Lösen vom Netz, Abwehr. Ohne Ball oder vielleicht auch mit Ball. Aber dass du das als, na, ich sag mal, 3-4 Sekunden Belastung, dass wir dieses Lösen zum Ball oder Lösen einfach nur nach innen über Hütchen simulieren. Das gleiche eine, ja, vielleicht über 4 Stationen auch. Startposition, Abwehr, hier. Und das in Reihe nacheinander machen lassen. Dann komme ich von den Bewegungsabläufen noch näher ans Volleyball ran.